Hallo und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Beim letzten Mal waren wir beim Magier und haben allerlei Dinge erfahren. Er will uns als Schüler aufnehmen, aber wir brauchen noch einige Sachen, die wir noch besorgen müssen. Beim Händler waren wir letztes Mal auch noch. Der hat was da, aber er will auch Geld dafür sehen. Ja? Das ist auch kein Wunder, aber wir haben kein Geld. Und deswegen müssen wir uns was einfallen lassen. Wir wollten ja doch die Ratte vertreiben. Ja, vielleicht brauchen wir dann gar kein Geld. So, aber was... Oh, Moment... Da, nö, da. Das ja auch nicht. Vielleicht in der Oberstadt nochmal? Oder was? Ah, was haben wir im Inventar? Also eine Nadel und Faden haben wir schon. Okay. Die Karte brauchen wir jetzt erstmal auch nicht. Was könnten wir denn mit der Kugel anfangen? Eine Viole mit einem roten Trank. Ich habe keinen Schimmer, was er bewirkt. Okay, und der blaue? Ein blauer Trank in einer kleinen Fiole. Keine Ahnung, was er bewirkt. Und der grüne? Ich soll einen Trank trinken, von dem ich nicht weiß, was er tut? Andererseits, was soll schon passieren? Ja, genau. Ach so, jetzt trinkt er das auch. Okay. Wechselt die Farbe. Nichts. Gut, er wird bunt. Und dann hört das wieder auf. Haben wir den jetzt noch? Moment, der ist jetzt weg. Oh, der ist weg. Und hat nichts gebracht. Außer, dass er ein bisschen bunt geworden ist. Ja, gehen wir nochmal nach oben. Das wäre vielleicht nützlich gewesen. Aber ja, egal. So, hier. Oh, untersuche die Tasche. Eine Tasche. Sie gehört Herrn Schildträger. Darin liegt der Rest seines Riesensandwiches. Interessant. Ja gut, wir fragen ihn nochmal. Vielleicht kann er ja irgendwas sagen. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Herr Unterberg. Was wollen Sie? Meister Markus hat gesagt, ich könnte Magier werden. Laut Meister Markus habe ich durchaus das Zeug dazu, ein Diplom-Magier zu werden. Markus unterrichtet wieder? Ja, und er will mich als Schüler. Das kann ich mir vorstellen. Und was will er dafür? Ich muss nur einen Zauberstab und eine Magierrobe mitbringen. Und sonst? Naja, und einen Haufen Gold. Da haben wir's. Er will dich doch nur ausnehmen. Glaub mir, du kannst kein Diplom-Magier werden. Wirf dein Geld nicht zum Fenster raus. Sie werden es schon sehen. Ich besorge mir mein Magier-Diplom. Sie werden schon sehen. Da bin ich aber gespannt. Ja, da bin ich auch gespannt. Okay, mehr können wir hier jetzt nicht mehr machen. Ja, die Tasche haben wir untersucht. Bei den Trauben geht auch nichts mehr. Aber das geht immer noch. Eine Tasche. Sie gehört Herrn Schildträger. Darin liegt der Rest seines Riesensandwiches. Okay. Gut. Steht dir das doch mit dem Zauberstab aus. Und ich habe da so eine Idee. Aber, ja, gut. Ob das funktioniert, weiß ich auch nicht. Das probieren wir einfach mal aus. Da müssen wir vor die Stadt. Zu diesem kleinen Bäumchen nämlich. Das könnte sich dafür eignen. Hier, da. Ich weiß nicht genau, was das für ein Baum ist. Aber er sieht sehr schlank und biegsam aus. Andererseits, wenn ich mir den Baum so ansehe, sehe ich schon das Häschen zum Horizont fliegen. Wozu das gut sein soll, weiß ich auch nicht. Aber, noch, wer weiß... Auf jeden Fall haben wir noch nicht das richtige Werkzeug. Oder mit der Kugel? Nee, und mit dem Häschen auch nicht. Nein. Das hier? Moment, den Trank auswählen. Vielleicht hat der zweite Trank irgendeine Wirkung. Ach so, jetzt probiert er den auch. Seltsam. Wieder nichts. Doch, Moment. Oh, er kann fliegen. Sich leicht. Vielleicht war das Alkohol. Hoffentlich nicht. Ich darf noch keinen Alkohol trinken. Ah, und jetzt steht er wieder. Geht wieder. Moment mal, die Tränke haben wir vom Zauberer. Ja, wir probieren jetzt ich den auch Ich trinke aber nur einen winzigen Schluck, falls es wieder Alkohol ist. Ja, genau. Hey, alles wird größer. Nein, du bist kleiner geworden. Endlich mal ein sinnvoller Trank. Aha, und jetzt wird er wieder groß. Okay, interessant. Und davon haben wir noch was. Ja, weil er nur wenig getrunken hat.
Ja, dann gehen wir mal wieder zurück. Also hier war wohl nichts mit dem Baum da, den wir da als Zauberstab machen können. Aber der hat ja welche, ne? Ja, hm. So, und jetzt nochmal zum Magier gehen. Und wir müssen uns ja auch noch um die Ratte kümmern. Was wir mit der Kugel anfangen, weiß ich noch nicht. Aber wir brauchen auch noch Geld und das könnten wir da bei dem... Ja, vielleicht auch nicht. Ja, da müssen wir noch mal hinschauen. Bei den Kisten geht auch nichts mehr. Bei dem Sack hier auch nicht. Vielleicht geht das mal wieder. Und wie ist es denn hier mit der Kanalisation hier? Zugang zur Kanalisation. Irgendwo dort in der Kanalisation hat der König der Diebe sein Reich. Ach so. Aber ich bin viel zu groß, um durch das Loch zu passen. Ja, Moment mal, das können wir ja beheben. Wir haben ja diesen Zaubertrank. Also schön. Der ist also da drin, okay. Ja, macht ja auch Sinn. Ja, jetzt wird er klein. So, jetzt passt er da rein. Ich bin beinahe klein genug, um in die Kanalisation zu kommen. Aber eben ja, nicht ganz. Dann musst du noch mehr trinken. Die Welt ist noch nicht groß genug. Also ein weiterer Schluck. Nichts. Dieser Trank scheint die Welt nur auf eine bestimmte Größe zu vergrößern und dann nicht weiter. Oder es dauert ein bisschen. Hm, schade. Ich will aber da rein. Ich bin beinahe klein genug, um in die Kanalisation zu kommen. Aber eben noch nicht ganz. Ja, dann musst du eben noch mal was trinken. Hat keinen Zweck. Der Trank macht die Welt nicht noch okay. größer. Ja, schade. Was machen wir denn da? Jetzt sind wir so klein und, jetzt werden wir wieder groß. Okay, ja, gut. So, das Gasthaus. Ja, gehen wir doch mal da hinein. Irgendwie muss es ja weitergehen. Vielleicht finden wir... Ah, Moment mal, das Fässchen da. Da stand... Oder dieses Glas da. Aber der Server ist ja auch noch da, oder? Nö, der ist weg. Oh, dann nehmen wir das mal mit. Kein Dämon, keine Gefahr. Genau. Ja, was wir damit machen? Ein Tintenfässchen. Das weiß ich auch noch nicht. Haben wir denn jetzt vielleicht hier noch was? Ah, die könnten wir schon mal vorsorglich ich glaube, wieder durcheinander bringen. Ich habe die Datenbank schon genug strapaziert. Ja, okay. nein. Ach, da steht jetzt offline. Okay. Okay, ja, da kann man ins Gasthaus zurückgehen. Nee, also hier ist wohl nichts mehr. Gut, dann gehen wir zurück. Und wir könnten noch mal mit dem Meister Markus sprechen. So, da. Oder noch mal mit dem Händler. So, ja, wir quatschen ihn einfach mal an. Meister Markus? Ja? So, Zauberstäbe, was war das? Keiner der Zauberstäbe des Krämers hat funktioniert, genau. Ich war beim Krämer und habe alle seine Zauberstäbe ausprobiert. Nicht einer hat bei mir funktioniert. Hm. Das kann zwei Gründe haben. Entweder war der für dich richtige Stab einfach nicht dabei, oder in dir steckt noch weniger Magie, als ich gedacht habe. Vielleicht hast du es dir nur nicht doll genug gewünscht. Du weißt ja, nur ganz fest dran glauben reicht völlig aus. Ohne Stab kann ich dich zumindest nicht ausbilden. Ich werde schon einen Stab bekommen. Na klar. Ja, genau. Und jetzt fragen wir noch nach dem Spiegel. Dieser Spiegel dort, was hat es damit auf sich? Oh, das ist ein ganz besonderer Spiegel. Es ist ein magischer Spiegel. So, sagte einem, wer die Schönste im ganzen Land ist. Ja gut, fragen wir doch mal. Sagt er einem, wer die Schönste im ganzen Land ist? Nein, nichts dergleichen. Es ist, wie soll ich sagen, es ist ein Tor zu einer anderen Welt. Zum Wunderland? Nicht ganz. Es ist ein Tor zum Reich der Toten. Reich der Toten? Ja, so heißt es. Natürlich weiß das niemand so genau. Kein lebendes Wesen kann durch den Spiegel gehen. Nur Geister sind dazu in der Lage. Und davon gibt es hier nicht viele. Können sie auch rauskommen? Naja, solange ich den Spiegel habe, ist noch nie jemand rein oder rausgegangen. Ah, interessant. So, und wie war das mit der Robe? Ja, das wissen wir ja. Schnittmuster müssen wir besorgen, Nadel und Faden haben wir und den Ballen.
Dann gehe ich dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. So, okay. Oder haben wir hier noch was übersehen? Ich guck mal, aber... Ja, die Kochnische, da dürfen wir ja nichts dran. Und dann könnten wir nochmal den Spiegel betrachten. Das ist der Geisterspiegel. Meister Markus sagt, es ist ein Tor zu einer fremden Welt. Aber nur Geister können durch den Spiegel gehen. Unheimliches Ding. Mhm. So, gut, dann... ich will das nochmal mit dem Zaubertrank versuchen. Da. Wir müssen noch da zu dem König der Diebe da gelangen irgendwie. Und kann man da vielleicht mit den Fliegen irgendwas machen? Hm. Also schön. Ja, da wird er wieder kleiner. So, jetzt hier... Ich bin beinahe klein genug, um in die Kanalisation zu kommen. Aber eben noch nicht ganz. Ja, dann noch mehr. Der Trank macht die Welt nicht noch größer. Nö, das geht nicht. Ja, was könnte man damit machen? Hier, oder strecken da den? Nö, auch nicht. Nö. Geht alles nicht. Ja, dann müssen wir einfach mal... Ich will jetzt mal von draußen das machen. Das machen, was noch übrig ist. Nämlich nach den Auwiesen gehen. Geh zum Schaustellewagen. Genau, da gehen wir mal hin. So, da ist er ja. Untersuche den Käfig. Nee, den wollte ich jetzt nicht untersuchen. Der Wuppermann. Okay, gut. Mhm, ja gut, interessant. Ja, doch, sehen wir uns erstmal um. Wir untersuchen mal den leeren Käfig. Ein leerer Käfig, wie es scheint. Auf dem Schild steht... Siggi, das unsichtbare rosa Eichhörnchen. Bissig, bitte Abstand halten. Ja, dann halte doch mal Abstand. Was haben wir denn noch hier? Einen weiteren Käfig? Betrachte Siggi, das unsichtbare Eichhörnchen. Siggi, geht es gut, denke ich. Ja, bestimmt. So, und den Käfig hier? Der ist mit Stroh ausgelegt. In ihm liegen einige Taubenfedern und jede Menge... Naja, was Tauben halt so hinterlassen. Okay, aber da sind keine Tauben drin. Da stecken nur ein paar Federn dran. Oh, kann man die nehmen? Ich nehme nur eine Feder. Eine große, unbeschmutzte. Ja, okay. Ha, jetzt haben wir also auch eine Feder. Oh, damit kann man schreiben. Ja, natürlich. Okay, ich weiß zwar nicht was, aber... Ja, das werden wir dann schon sehen. So, das Glücksrad betrachten wir mal. Auf dem Rad gibt es insgesamt 16 verschiedene Felder. 4 Farben und 4 Symbole in jeder möglichen Kombination. Hm, okay. Die Chance, auf das richtige Feld zu kommen, steht 1 zu 16. Mein Gold würde ich darauf nicht wetten, wenn ich Gold hätte. Ja, genau, erstmal Gold haben. Ja, und dann haben wir noch was hier, das Ding, das bewegt sich hier. Das scheint zu atmen. Ein Käfig mit Haaren? Hier ist ein kleines Schildchen. Bertram, der dickste Hamster der Welt. Ja, toll. Ui. Ja. Ja, dann betrachten wir nochmal den Wohnwagen. Voll das Riesending. Ui. Der Wagen ist wie ein Haus auf Rädern. Ist bestimmt nicht billig gewesen. Ja, das glaube ich auch. So, und dann... Oh, der hat auch eine Kristallkugel. Eine Kristallkugel? Ob der Schausteller damit wirklich in die Zukunft sehen kann? Wir fragen ihn einfach mal. So. Jetzt muss er wieder laufen. Hallo. Entschuldigen Sie bitte. Nanu, ein junger Gnom und auch noch mit hervorragenden Manieren. Was treibt dich denn hierher? Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich komme aus dem Weißkammgebirge und muss den Erzmagier sprechen. Wohlan, junger Wilbur. Ich bin Francis der Erstaunliche. Was kann ich für dich tun? So, Sie sind ein Schausteller, nicht wahr? Sind Sie der Schausteller, von dem Meister Markus mir erzählt hat? Ich weiß nicht, von was für einem Schausteller dir dein Meister Markus erzählt hat. Aber ich bin auf jeden Fall einer. Francis Philipp Wuppermann, mein Name. Man nennt mich auch... Francis, den Erstaunlichen.
Aber meine kleine Jahrmarkt hier betreibe ich nur noch nebenbei. Vor allem bin ich Wahrsager. Aha, okay. Ja, können Sie denn wirklich die Zukunft vorhersagen? Können Sie wirklich die Zukunft voraussagen? Natürlich. Leute aus dem ganzen Land fragen mich um Rat. Und ich gebe ihnen gute Tipps für gutes Gold. Und was wollen die Leute wissen? Sie wollen zum Beispiel wissen, ob der Preis für Brot steigen wird. Dann sage ich ihnen, ja, der Preis wird steigen. Dann kaufen sich alle Vorräte und der Preis steigt tatsächlich. Faszinierend. Oder die Frauen wollen wissen, welche Farbe die Farbe der nächsten Saison sein wird. Ich weiß es immer. Wenn Sie also sagen, im nächsten Jahr werden alle Frauen grüne Kleidung tragen. Dann tragen alle grüne Kleidung. Sie müssen ein sehr guter Wahrsager sein. Ja, bestimmt. Der Beste. Würde man mir sonst so viel Gold für meine Vorhersagen zahlen? Ja, genau. So, ja, dann fragen wir doch mal nach unserer Zukunft. Würden Sie mir vielleicht meine Zukunft vorhersagen? Ich würde mich sehr freuen. Ich sehe, dass ich es kann. Wow. Aber ja, ich habe kein Gold. Kein Problem. Ich habe gesehen, dass das heute aufs Haus gehen wird. Ui, unheimlich. Also komm. Pokus, Pokus. Ich sehe die Zukunft. Was willst du wissen? Wird dieses Abenteuer ein gutes Ende für mich nehmen? Fangen wir erstmal damit an. Werde ich die Aufgaben meistern können, die vor mir liegen? Nein. Du solltest lieber aufgeben und nach Hause gehen. Aber dann hätte ich versagt. Jawohl, und ich hätte recht gehabt. Willst du sonst noch etwas wissen? Ja, was wird denn heute noch alles geschehen? Was wird der Tag bringen? Ich sehe Dunkelheit. Oh oh. Der Tag wird damit enden. Ja, wer hätte das gedacht? Das hätte ich auch vorhersagen können. Du wirst heute noch Glücksrad spielen. Und wenn du es tust, wirst du dich fragen, ob du es auch ohne meine Vorhersage getan hättest. Möchtest du mehr wissen? Ja. So, welche Frage werde ich Ihnen als nächstes stellen? Wenn Sie in die Zukunft sehen können, dann sagen Sie mir bitte, welche Frage ich als nächstes stellen werde. Du, also... Oh, die Verbindung ist abgebrochen. Tut mir leid. Oh. Deine Frage war vielleicht etwas zu speziell. Meine Gabe ist sehr schreckhaft. Trotzdem danke. Das war sehr interessant. Ich habe da so ein Gefühl, als würde hier nicht alles mit rechten Dingen zugehen. Ach was, das täuscht doch nur. So, was hat's jetzt mit diesen mit diesen Käfigen auf sich dann? Ich will ihn nochmal fragen. Wilbur, was kann ich für dich tun? So, Meister Markus sagt, was hat's mit den Käfigen auf Diese sich? Diese Käfige? Was hat es mit denen auf sich? Oh, früher gehörten die Tiere zu meinem Jahrmarkt. Aber seit ich mein Geld mit Vorhersagen verdiene, sind sie nur noch mein Hobby. Außer die Tauben natürlich. Was ist mit den Tauben? Die Tauben bringen meine Prophezeiungen ins ganze Land. Ich arbeite fast nur für Leute, die ich nicht persönlich kenne. Warum das? Naja, wie soll ich sagen? Sollte eine Prophezeiung vielleicht doch einmal nicht eintreten, dann ist es doch besser, weit weg zu sein, oder? Klingt logisch, ja. So, Bertram, der ist ziemlich dick. Ja, dann fragen wir doch mal das nach. Sagen Sie mal, Ihr Hamster, der Bertram, ist der nicht ziemlich dick? Natürlich. Es ist sogar der dickste Hamster der Welt. Aber ist der Käfig nicht viel zu klein für ihn? Nein, Bertram mag's gemütlich. Und er bewegt sich eh nicht sonderlich viel. Wie sollte er auch? So, mit dem Eichhörnchen, da stimmt was nicht. Kann es sein, dass mit dem Eichhörnchen etwas nicht stimmt? Meinst du? Sieht eigentlich ganz normal aus. Na und?
Dir geht es doch gut, oder? Hoffentlich ist nichts mit ihm. Es ist so ein beeindruckendes Tier. Findest du nicht auch? Ja, puh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht so recht. Ich habe noch nie eins gesehen. Ja, sie sind sehr schüchtern. Ja, toll. So, setz dich wieder hin und jetzt weiterfragen. Ach so, das war's schon. Na gut, dann machen wir hier erstmal einen Schnitt und fragen ihn das nächste Mal noch weiter nach dem Gold, das er bestimmt irgendwo hat. Wir müssen irgendwie zu Gold kommen. Ah, mit dem Glücksrad wahrscheinlich. Naja gut, das werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge sehen. Also bis dahin, tschüss.